Hallo zusammen, wir haben den 25. August, es ist 17.39 Uhr, der Xetra-Handel ist fertig. Und in diesem Clip geht es mal wieder um Einzelwert, und zwar die Adidas. Die finde ich grundsätzlich sehr, sehr interessant. Ich bin hier auf dem Tool von der Hypovereinsbank One Markets. Auch ein schönes Tool findet man auf der Homepage. Und das hier ist der Mehrjahreschart seit, wann ist denn das? Das ist hier seit dem 9.05.2016. Wochenchart. Eine Kerze, eine Woche. Und das ist das Erste, was Sie hier sehen. Wir handeln momentan hier auf dem 5-Jahres-Low. Von daher sind die mal ordentlich hochgegangen. Und die Bewegungen von Adidas, die sind schon heftig. Das hier war das Corona-Tief. Ja, da haben sie also auch verloren von 317 runter bis zu 162. Strampeln sich dann wieder hoch. Bis zu 336, machen sogar also ein All-Time-High und verlieren seitdem heftig. Dieses Verlieren möchte ich immer so zeigen. Auf ein Jahressicht, also nicht seit Anfang des Jahres, sondern auf ein Jahressicht, sind die also der drittschlechteste Wert im DAX von 306,70 seit einem Jahr. Die haben 48% verloren. Vom All-Time-High sind es 55% minus. Und die werden nur geschlagen von sowas wie HelloFresh oder Zalando. Das ist schon bitter. Bitter und peinlich. Jetzt hört der Chef auf oder wird aufgehört zum Ende des Jahres. Und meine Erfahrung ist, dass es meistens Unternehmen erstmal dann besser geht, wenn ein externer neuer Chef kommt. Keiner, der schon jahrelang im Unternehmen ist und sagen wir mal, die alten Pfade geht, sondern ein neuer Chef. Mein Lieblingsbeispiel ist Reitzle von BMW zu Linde. Der bricht dann die Böden auf, der schneidet alte Seilschaften ab. Das ist manchmal nicht so schön für die Angestellten, aber dem Unternehmen hilft es meistens mehr, als wenn ich ein, nennen wir es mal, Eigengewächs habe. So, und jetzt gehen wir mal auf den Tag. Da sind wir hier. Das ist jetzt der Tag. Hier ist also dieses All-Time-High. Und Adidas ist schwer zu handeln. Ja, also gerade sowas hier. Schließt auf dem All-Time-High. Ein schöneres Kaufsignal gibt es eigentlich gar nicht. Und dann verließen sie ihn. Grauenvoll. Und Adidas hat auch keine Probleme, solche Bewegungen hier zu machen. Mal 10, 15, 20% runter in 1, 2, 3 Tagen, um das dann alles wieder aufzuholen. Das haben wir hier. Dann hatten wir, hier haben wir auch solche Geschichten. Nicht ganz so extrem. Hier ging es auch heftig runter und dann wieder hoch. Also das ist sehr heftig. So, und jetzt haben wir hier eine Geschichte, und zwar haben wir hier einen Doppelboden. Im Moment gilt er als solcher. Wir haben gestern was Schönes gemacht, das haben einige Werte gemacht. Wir sind aus dem Band raus und wieder ins Band rein, haben drüber geschlossen. Heute schließen wir leicht im Minus, wenn ich es richtig sehe, bei 0,3%. Der Kurs ist bei 158, war aber heute Morgen schon über 160. Aber der Gesamtmarkt war heute Morgen auch deutlich höher. Diese Kerze lässt mich vermuten hier, dass wir es durchaus schaffen könnten, hier einen Doppelboden zu machen. Wie gesagt, Rohrstedt hört zum Ende des Jahres auf, 55% minus, das ist alles recht heftig. Das alleine ist kein Grund, dass eine Aktie steigt. Aber ich finde so einen Doppelboden immer interessant. Es hat auch den Vorteil, dass es gleich den Stopp mitliefert. Wenn ich jetzt sage Stopp mitliefern, also wir sind bei 153,62, ist dieser Punkt hier. Dann würde ein Stopp für einen Long liegen ungefähr 3 Euro tiefer. So ganz grob bei 150. Schlusskurs. Ja, aber wie gesagt, Adidas macht gern mal sowas hier. Wenn der Schlusskurs unter 150 liegt, dann müssten sie raus. Ich fände es schön, wenn sie den morgigen Tag, weil es stabilisiert sich hier auf diesem Niveau. Gucken, ob ich das ein bisschen besser hinkriege. Leider nein. Es stabilisiert sich hier auf diesem Niveau. Man sieht es jetzt nicht so auf die Entfernung, vor allen Dingen nicht mit dem Handy. Aber es stabilisieren sich die Histogramme. Es gibt noch kein Kaufsignal über die Stochastik. Die ist bei 14. Wenn die Stochastik über 20 geht, dann wird es deutlich positiver und dann wird dieser Boden wahrscheinlich angenommen. Also ich finde, es ist grundsätzlich eine durchaus eine interessante Trading-Chance. Sowohl long, aber wenn wir hier drunter gehen mit Punkt, Schlusskurs 150, wäre das auch eine interessante Short-Chance. Da muss man auch nicht drauf achten. Ich habe hier mal das Volumen reingemacht. Das war, also heute sehen wir es noch nicht, das ist das von gestern, das war relativ gering.
Und wir haben natürlich heute auch Jackson Hole, da gibt es mit Sicherheit noch Schwankungen. Ja. Aber es wäre schön, wenn eine weitere Kerze den Bereich von 160 auch hier mit 160 überbietet, Schlusskurs, um dann wenigstens wieder diesen Bereich 176 reinzukommen. Sollte das nicht klappen und die wirklich hier drunter schließen, unter der 150, dann habe ich lange, lange nichts. Ja, wir sind also wie gesagt beim 5-Jahres-Low, dann komme ich erst wieder in den Bereich 130, da sind wir hier. 140 und hier noch tiefer, 130 mit wirklich guten Unterstützungen. Also deswegen, da gibt es also auch durchaus eine Short-Chance, das ist absolut für die Watchlist geachtet. Die Einstiegspunkte wären meines Erachtens nach für einen Long 160 mit Schlusskurs, für einen Short unter 150 mit Schlusskurs. Ich habe jetzt mal folgende Scheine mitgebracht. Das ist hier schön zu finden. Ich habe das vorbereitet mal, also Adidas, ein Long, und ich nehme einen unlimitierten Schein, weil ich weiß nicht, wie lange ich so eine Position halten würde. Und da komme ich gleich hier mit dem Hebel 8 auf diesen Preis hier. Das ist eine 138,29er Basis, ändert sich jeden Tag leicht nach oben. Und das ist die Kennnummer HB5WJ4. Achter Hebel, wie gesagt, das kommt für mich dann in Frage, wenn wir die 160 mit Schlusskurs überbieten. Bei einem Short, da gehe ich auch mit dem Hebel 8 rein, wobei ich den sogar ein bisschen höher nehmen kann, aber es passt. Es sind also 176, wäre dann das Ziel. Sollten die unter 150 gehen, wird dieser Hebel von momentan 7,72 natürlich ein bisschen geringer sein. Aber ich möchte bei Adidas eben vor dem Hintergrund, vor solchen Bewegungen hier, nicht zu nah dran gehen mit den Scheinen. Dieser 7,72er Hebel mit der Basis 178,52, wie gesagt, wird für mich interessant, wenn wir die 150 unterbieten, und hat die Kennnummer HB8W1S. Also das ist ein Wert, absolut für die Watchlist, unbedingt anschauen. Ansonsten wünsche ich ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.